Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und die letzte Ausgabe muss dieses Jahr mit einem deutschen Schiff bestritten werden. Und welches Schiff ist da besser geeignet als die Bismarck persönlich? Ja, damit schauen wir mal, was da passiert. Vielen Dank an dieser Stelle, Veribel, für die Einsendung. Und Top-Tier ist er. Das ist natürlich schon mal ideal in dieser doch sehr schönen Tarnung. Wobei das Schiff damit so ein bisschen freundlicher wirkt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und jetzt schau mal. Da drüben, New Orleans. Hätte sich komplett ausgerichtet. 10 Sekunden Flugzeit. Kurz nochmal überprüft. Jo, das könnte passen. Und dann schauen wir mal, was da die Granaten jetzt sagen. Kommen schon mal gut runter. Könnte schon ganz spannend werden. Und da ist schon die erste Zitadelle und macht 20.000 Schaden. Ja, hallo New Orleans, willkommen in dieser Runde. Das hat mal aber ordentlich gesessen. Was macht die nächste Salve? Hat er auch nochmal getroffen, auch nochmal so knapp 4000 Schaden. Die Graf Spee, ja, die sollte sich jetzt nicht unbedingt hier anlegen mit ihm. Oh, jetzt ist er schon in Brand geraten. Da muss er natürlich aufpassen. Die Pensacola hat hier aber ganz haarscharf gekreuzt. Zu schnell war er wirklich nicht mehr, als dass da unbedingt die Notwendigkeit war, zu kuscheln. Aber jetzt schauen wir mal, auf wen er sich jetzt ausrichtet. Ich wollte gerade sagen, da die Gneise ist doch ein schönes Ziel, aber er ist noch so ein bisschen unschlüssig. Nagato natürlich auch von der Panzerung her ganz spannend. Und er nimmt die Nagato, er brennt und er weder heilt noch... Jetzt heilt er sich. Und jetzt schauen wir mal. Oh, 30.000! Schöner Treffer mit zwei Zitadellen. Ja, gut, dass er sich dafür die Nagato entschieden hat. Oh, aber auch ein dicker Treffer auf ihn. So, und jetzt mit der Mogami hat er da ein schönes Ziel sich ausgeguckt. Er muss natürlich jetzt aber aufpassen, dass er jetzt nicht zu stark in den Fokus kommt. Und die nächste 30.000er-Kelle mit zwei Zitadellen. Ja, wo holt er die denn alle her? Heide Witzka, das ist mal effektiv, was er hier mit seinen Granaten anstellt. Ja, und die Mogami, die will er jetzt natürlich aus dem Spiel nehmen, aber auch er hat hier schon satt einstecken müssen, nur noch 16.000 Hitpoints. Ah, die Schelle war ausnahmsweise mal nicht so von Erfolg gekrönt. Aber in dem Fall sei ihm das, glaube ich, mal verziehen, dass er mit einer Schelle mal ausnahmsweise kein 30.000er Treffer macht. So, ja, in New Orleans hat er ja auch gute Erfahrungen gemacht. Mal schauen, was mit der Salve jetzt passiert. Schüsse kommen an. Ah! Ja, 7000er, eigentlich sehr schön. Aber eben natürlich nicht genug jetzt hier für den Kill. So, und jetzt schnellstmöglich wieder hier die Reparaturmannschaft anschmeißen, beziehungsweise die Heilung, dass da wieder ein bisschen was an Hitpoints zurückkommt. Oh, das gibt's ja nicht. Die will nicht zerstört werden. Achtung, melde Zielposition. Durchhalten. Hilfe ist auf dem Weg. Na komm, jetzt zeig hier mal,
der North Carolina, was du hier mit dem deutschen Schiff so anstellen kannst. Schüsse gehen schön über die Insel drüber, jetzt majestätisch nach unten senken und da kommen. Macht einen Treffer, aber jetzt sehen wir es leider. Da, da ist es. Oh. Das war ja ein Rollkrepierer. Also da wäre ja durchaus mehr drin gewesen. Ja, die Ockner war ja da vorne gar nicht so weit weg, muss aufpassen. Und da hier wieder mit einer Zitadelle. Sehr schön, das waren in Summe auch knapp 15.000 Schaden. Wie gesagt, man muss immer so ein bisschen, wenn die jetzt losgehen und man nicht den Fokus hat, muss man auch ein bisschen immer selber oben drauf schauen. Sieht man mal ganz gut. Und jetzt gehen auch die Sekundären schon los. Ein infernalischer Lärm, was hier voll. Und da ist auch schon die Zerstörung. Hallo und tschüss, Sikorsky. Der Gegner hat aktuell zwei Schiffe verloren, sein Team ein Schiff, aber die Capzone in der Mitte wurde schon eingenommen. Also da hat der Gegner jetzt natürlich kleine, aber vorhandene Vorteile. Oh, die kommen aber gerade so drüber und der trifft auch noch und macht auch da 5000 Schaden an der Akatsuki. Oh, jetzt hat er da die Orks sich, glaube ich, ausgeguckt. Jetzt muss er da aufpassen, sein Hitpoint-Vorrat war eigentlich gerade ganz schön, aber jetzt nicht, dass er da jetzt hier zu viel einsteckt. Und ja, definitiv, die York soll es jetzt werden. Und die dreht gerade schön rein und das kann richtig teuer für die York werden. Das kann richtig teuer werden und es wird mit 14.000 Schaden. Hat der mal richtig gesessen. Die Akatsuki hinter ihm. Aber er bewegt sich jetzt Gott sei Dank von ihr weg. Dementsprechend hier jetzt alles gerade gut. Jetzt muss man aufpassen, dass er der York dann natürlich jetzt auch nicht in die Torpedos fährt, falls da jetzt welche kommen. Aber erstmal will er jetzt die Akatsuki sich entledigen. Alle Schüsse raus. Treffen. Und da macht er jetzt auch die Akatsuki weg. Sehr schön. So geht man mit Zerstörern um, die man sich von der Pelle schaffen will. Katapultjäger in der Luft. Torpedos Achter aus. Und da sind jetzt die Torpedos. Aber ich denke mal, die sollten ihn nicht großartig interessieren. Er schaut jetzt auch schon, wo kommen die Torpedos. Aber da hat er alle Möglichkeiten. Und was ist mit der New Orleans da hinten? Oh, oh, oh. Nee, der eine auch, der läuft sehr schön vorbei. Genau so macht man das. So, und jetzt, glaube ich, will er der York da nochmal guten Tag sagen. Die fahrt auch gar nicht so schlecht. Jetzt dreht sie leider erstmal rein. Davor wäre sie noch leichter zu treffen, aber hier im Intervall die Schüsse rausgebratzt und da treffen wir hier aber in dem Fall leider nicht für den dicken Schaden. So, und jetzt vielleicht mit der Salve war es das dann auch schon für die York. Oh, da wie als ob er es ausgemessen hat. 148.000 Schaden schon. Und jetzt die New Orleans da mit ihren Läppchen. 1.200, die muss doch jetzt auch mal raus. Wäre der vierte Kill kurz vor der Krake natürlich. Und da ist der vierte Grill sogar mit einer Zitadelle. Stilecht beendet er das Leben der Mannschaft auf der New Orleans. Und jetzt geht's Richtung Krake. Die will er sich natürlich noch sichern. Und jetzt schaut es aber ganz eindeutig für sein Team aus. Nach wie vor nur ein Schiff auf seiner Seite zerstört. Der Gegner hat schon 6 Schiffe eingebüßt. Und jetzt vielleicht dann doch mal mit der Kneisenau. Die ist aber gerade am Reparieren bzw. Heilen. Dementsprechend natürlich da nicht so leicht
die zu versenken. Und da sieht man, da kam keiner der Schüsse leider an. Na, Dunker? Nee. Auch da nicht. Aber er hat noch genug Zeit hier, um sich da einen Kill zu holen. Mehr braucht er ja gar nicht. North Carolina? Was passiert damit? Na, das war auch ein Rohrkrepierer und jetzt orientiert er sich da eh auf die Benson. Hydroakustische Suche ist aktiv. Komm, jetzt nimm die Benson raus, nimm sie raus. Hol dir die Krake. Das schaut gut aus. Nicht weit weg. Und da holt er sich die Krake. Sehr schön. Und jetzt sind es nur noch drei Gegner. Nee, da will er sich umorientieren, denkt sich, nee, der hinten, der hat kaum Hitpoints. Ich will für noch die dicken Dinger gehen. Ja, ich denke, mit diesem Replay haben wir doch da das Jahr schön beendet. Wir haben unglaublich geile Zitadellentreffer gesehen. Wir haben Wahnsinn, und da ist schon wieder die nächste. Wir haben wirklich tolle Treffer gesehen. Wir haben eine Krake bekommen und natürlich mit der Bismarck eines der geilsten Schiffe in World of Warships überhaupt entdeckt. Ja. Damit hoffe ich, ihr kommt gut rein ins nächste Jahr und bleibt weiterhin erhalten. Mich würde es freuen. Bis bald. Euer Karatma.